Kochen 23.06.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Für 4 Portionen 1 Kilogramm griechischer Sahnejoghurt, Klammer auf 10% Fett, Klammer zu, 2 junge Knoblauchzehen Salz, 3 bis 4 Hexaliter Zitronensaft, 1 Kilogramm Flaschentomaten, 1 bis 2 Hexaliter Tomatenmark, Pfeffer, 8 kleine hellgrüne Zucchini, Klammer auf 100 bis 120 Gramm. Türkischer Laden, Klammer zu, 2 Hexaliter neutrales Öl, 300 Gramm Rinderhackfleisch, 2 Hexaliter Pinienkerne, 2 Hexaliter Petersilie, Klammer aufgehackt, Klammer zu, außerdem, Mulltuch, erstens am Vortag ein Mulltuch in kaltem Wasser ausspülen und ausdrücken, das feuchte Mulltuch überlappend in ein Sieb legen und über eine Schüssel hängen, Joghurt ins Sieb geben, das Tuch darüber legen. Einen kleinen Teller darauf legen und mit einer vollen Konservendose beschweren. Joghurt im Kühlschrank mindestens 12 Stunden, Klammer auf, am besten über Nacht, Klammer zu, abtropfen lassen. Zweitens, am nächsten Tag Knoblauch sehr fein schneiden. Joghurt aus dem Mulltuch nehmen. Mit Knoblauch, Salz und Zitronensaft mischen. Bis zum Servieren kalt stellen. Drittens, Tomaten kreuzweise einritzen, 30 Sekunden in kochendes Wasser tauchen, herausnehmen, abschrecken und gut abtropfen lassen. Tomaten häuten, vierteln, entkernen, das Fruchtfleisch mit dem Schneidstab kurz pürieren. Tomatenmark in einem breiten Topf oder Bräter leicht erhitzen. Tomatenpüree zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, aufkochen. Dann die Hitze reduzieren und unterrühren, in ca. 15 Minuten sämig einkochen lassen. Beiseite stellen. Viertens, Zucchini waschen, putzen, längs halbieren und mit einem Teelöffel aushöhlen. Eine Pfanne stark erhitzen. Eins hineingeben und das Hackfleisch bei sehr starker Hitze krümelig braten. Pinienkerne zugeben, alles mit Salz und Pfeffer würzen. Hackfleisch und Pinienkerne in den ausgehöhlten Zucchini verteilen. Tomatensauce im Bräter erhitzen, Zucchini hineinsetzen und bei milder Hitze in ca. 15 Minuten garen. 2 Aginolotti mit Ricotta Kräuterfüllung mittelschwer raffiniert, vegetarisch für 4 Portionen, Klammer auf 50 bis 60 Aginolotti, Klammer zu. Füllung 400 Gramm Ricotta Salz, Pfeffer ATE fein abgeriebene Bio-Zitronenschale Fenchelgrün, Klammer auf, vom Fenchelgemüse sie rechts, Klammer zu, 5 Stiele Liebstöckel, 8 Stiele glatte Petersilie, 8 Stiele Pimpinelle, Klammer auf, ersatzweise Basilikum, Klammer zu, Pastateig 180 Gramm Hartweizenmehl, Klammer auf, zum Beispiel Farina di Granoduro von De Zecco, Klammer zu, 1 Ei, Klammer auf, KI. M Klammer zu, 4 Eigelb Klammer auf, KI, M Klammer zu, 1/2 Hexaliter Olivenöl, Salz, Petersilienschaum und Fenchelgemüse Schalotten Klammer auf, ca. 50 Gramm Klammer zu, Petersilienstiele Klammer auf, von der Füllung Klammer zu, 20 Gramm Butter, 1/2 TE weiße Pfefferkörner, 80 ml Weißweinessig, 700 ml Gemüsebrühe, 100 ml Schlagsahne, Salz, 2 Fenchelknollen mit Grün, Klammer auf, ca. 150 bis 200 Gramm Klammer zu, 2 Hexaliter Olivenöl, außerdem, ein Wegspritzbeutel ohne Lochtülle Nudelmaschine Pump Zerstäuber, Klammer auf, oder Küchenpinsel, Klammer zu, Teigrad, Hartweizengrieß fürs Backblech. 1. Für die Füllung Ricotta in einem feinen Sieb über einer Schüssel im Kühlschrank mindestens 2 Stunden abtropfen lassen. Ricotta in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale abschmecken. 10 Ästchen Fenchelgrün fein schneiden und feucht abgedeckt kühlstellen. Liebstöckel, Petersilien und Pimpinelleblätter von den Stielen abzupfen. Petersilienstiele für den Schaum, beiseite legen. 12 bis 16 Pimpinelleblätter zum Garnieren feucht abgedeckt kalt stellen. Restliche Kräuter und restliches Fenchelgrün fein schneiden und unter den Ricotta rühren. Ricotta-Masse in einen Einmal-Spritzbeutel ohne Lochtülle füllen und kalt stellen. Zweitens, für den Pastateig Hartweizenmehl mit Ei, Eigelben Öl und 1/4 TI-Salz, mit den Quirlen des Handrührers 1 bis 2 Minuten zu Streuseln verarbeiten. Teig auf der Arbeitsfläche mit den Händen 3 bis 4 Minuten kräftig durchkneten, zu einer Kugel formen und fest in Klarsichtfolie einwickeln. Teig eine Stunde ruhen lassen.
Drittens Teig auf der mit etwas Hartweizenmehl bestäubten Arbeitsfläche sechsteln. V6 mit der Hand flach drücken, auf beiden Seiten mit etwas Hartweizenmehl bestäuben. Teig mehrmals durch die glatte Walze der Nudelmaschine bis zur vorletzten Stufe drehen, so dass eine 50 bis 60 cm lange Teigbahn entsteht. Spitze vom Spritzbeutel 1,5 cm breit abschneiden und V6 der Ricotta-Füllung längsmittig über die gesamte Länge der Teigbahn spritzen. Nudelteig auf einer Längsseite mit Hilfe eines Pumpzerstäubers mit wenig kaltem Wasser besprühen. Trockene Längsseite über die Füllung bis zum unteren Teigrand klappen, Ränder zusammendrücken. Befüllten Strang mit Zeigefinger und Daumen im Abstand von ca. 1,5 cm längs flach zusammendrücken. Übers Sägenteig mit dem Teigrad ca. 5 mm hinter der Füllung längs abtrennen. Strang in den Zwischenräumen mit dem Teigrad teilen. Pasta vorsichtig auf ein mit Grieß bestäubtes Blech geben, kalt stellen. Mit restlichem Teig und restlicher Füllung ebenso verfahren. Viertens für den Petersilienschaum Schalotten in feine Ringe schneiden. Petersilienstiele in 1 cm lange Stücke schneiden. 10 Gramm Butter in einem Topf zerlassen. Schalotten, Petersilienstiele und Pfeffer. Körner bei mittlerer Hitze 3 Minuten dünsten. Mit Essig ablöst's in 3 bis 4 Minuten auf 1 bis 2 Hexaliter einkochen lassen. Mit 300 ml Brühe auffüllen. 5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen, Sahne zugieße aufkochen, vom Herd nehmen und 20 Minuten ziehen lassen, Soße durch ein feines Sieb passieren, mit Salz abschmecken. Erstens für das Fenchelgemüse Fenchel putzen vierteln, den Strunk entfernen, Fenchel in 1 cm große Würfel schneiden, Öl in ein Klammer auf Topf erhitzen. Fenchel darin bei mittlerer Hitze unterrühren 3 Minuten dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. 200 ml Brühe angießen. Bei schwacher Hitze 4 Minuten garen. Beiseite Stellklammer auf. Zweitens in einer Pfanne restliche Brühe mit restlicher Butter und einfacher Salz aufkochen, beiseite stellen. In reichlich kochendem Salz war 40 Aginolotti 2 bis 3 Minuten garen, mit einer Schaumkelle Herai nehmen, kurz abtropfen lassen. In die Pfanne geben und unterschwenken erneut erhitzen. Petersiliensoße, Fenchelgemüse restlichem Fenchelgrün ebenfalls erwärmen. Je 2 bis 3 Hexaliter Fenchgemüse auf vorgewärmten Tellern verteilen und je 10 Aginolo auf das Fenchelgemüse geben. Petersilienschaum mit dem Schneidstab schaumig mixen und jeweils 3 bis 4 Hexaliter über der Pass verteilen. Mit Pimpinelleblättchen bestreuen und servieren. Geschmorte Kalbsbäckchen mit Steinpilzen und Selleriepüree mittelschwer, gut vorzubereiten für 4 Portionen Kalbsbäckchen 50 Gramm Butter 150 Gramm Möhrensalz 200 Gramm Knollensellerie 1 Hexaliter Weißweinessig 300 Gramm Zwiebeln 3 Hexaliter Haselnussöl 4 kleine Knoblauchzehen Paprika und Pilze 1 Kilogramm Kalbsbäckchen 450 Gramm rote Spitzpaprika Klammer auf küchenfertig. Beim Schotenmetzger vorbestellen Klammer zu, 5 bis 6 Hexaliter Olivenöl 3 Ei Olivenöl Salz 7 Stiele Thymian, 1/2 Hexaliter Tomatenmark Salz 5 Stiele Thymian Pfeffer 2 Lorbeerblätter 80 Gramm Haselnusskerne, 1/4 TI schwarzer Pfeffer 2 Schalotten, Klammer auf 50 Gramm Klammer zu, 150 ml Rotwein 6 Stiele glatte Petersilie 1,5 I Kalbsfond 500 Gramm kleine feste Steinpilze 2 bis 3 Hexaliter Speisestärke, Klammer auf ersatzweise TK, Klammer zu, Selleriepüree Lati fein abgeriebene 800 Gramm Knollensellerie Bio-Zitronenschale erste Möhren und Sellerie putzen schälen, waschen und in ca. 1 cm große Stücke schneiden, Zwiebeln 1 cm groß würfeln, Knoblauch dem Messer andrücken, von den Kalbsbäckchen das äußere Sieht und die Häutchen entfernen. Olivenöl in einem Bräter erhitzen, Fleisch darin bei starker Hitze rundum dunkelbraun braten und mit Salz würzen, Fleisch aus dem Bräter nehmen auf einem Teller beiseite stellen, Möhren, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch im Bräter bei mittlerer Hitze unterrühren unterstrich ihm braun, anbraten, Tomatenmark zugeben und 3 Minuten braten, Thymian, Lorbeer und Pfeffer zugeben mit Rotweinchen und stark einkochen lassen. Mit Kalbsfond auffüllen,
Sk in den Fond legen, kurz aufkochen lassen und im geheizten Backofen bei 175 Grad, Klammer auf, Gas 2, Umluft 160, Klammer zu, auf erste Schiene von unten circa 2 Stunden schmoren, dabei das mehrmals wenden. Gleich unterstrich das Selleriepüree, Sellerie schälen, waschen und in 2 cm A-Stücke schneiden. Butter im Topf zerlassen. Sellerie darin unterstrich klarer Hitze circa 3 Minuten farblos dünsten, salzen, mit Wasser auffüllen. Zugedeckt 25 bis 30 Minuten sehr weich Sellerie in ein Sieb gießen, dabei das Kochwasser auffangen. Es in eine Küchenmaschine sehr fein pürieren. Ist das ein Joule dick, etwas vom Kochwasser dazugeben. Selleriepüree 3 Weinessig, Haselnussöl und Salz abschmecken. Essschnurpaprika, Paprika waschen, putzen, vierteln, und schräg in 2 cm breite Stücke schneiden. In eine Pfanne erhitzen. Paprika darin 2010 bis 15 Minuten skündlichem Schwenken bei mittlerer Hitze braten. Bonget mit Vanillebirnen einfach, gut vorzubereiten für 4 Portionen 1 bis 2 TI Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 1,5 Vanilleschote, 100 Gramm Zucker, 150 Milliliter Apfelsaft, 50 Gramm Amaretti, Klammer auf italienische, 100 Milliliter Weißwein, Mandelkekse, Klammer zu, 1 kleine Zimtstange, 25 Gramm Kakaopulver, 3 Birnen, Klammer auf ca. 550 Gramm, Klammer zu, 185 Milliliter Milch, 1 bis 2 Hexaliter Speisestärke, 2 Eier, Klammer auf KI, M, Klammer zu, außerdem 4 ofenfeste 4 Hexaliter starker Espresso, Klammer auf kalt, Klammer zu, Förmchen, Klammer auf Hä, 100 Milliliter Inhalt, Klammer zu, 2 Hexaliter Rum, etwas Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, für die Salzförmchen. Etwas Zuckerweiß, Rotrum während der Gavi, die Gavi von Toledana, die Agenolotti mit Zitrusnase und feinem Schmelz bezirzt, lässt der Barbera, Labü von Damilano zu den Kalbsbäckchen seine Muskeln spielen mit vollmundigem Körperwürze und dunkler Frucht. Beim Dessert überzeugt der dezent Schokolade gemalte Co-15 Alps Rum als aromatische Zutat und Solo als Begleiter. Toledana Gavi, die Gavi 2016-2010 50 Euro, www.weinbaum.de Damilano Labü 2014-15 95 Euro, www.andronasso, Demalteco 15 Alos 27,95 Euro, www.weinquelle.de. Erstens Förmchen innen mit Butter einpinseln und mit Zucker ausstreuen. Für den Bonget 40 Gramm Zucker in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze hellbraun karamellisieren. Den Karamell auf dem Boden der Förmchen verteilen. Zweitens 25 Gramm Amaretti im Blitzhacker sehr fein mixen und mit Kakaopulver mischen. Milch, Eier, Espresso, Rum, eine Prise Salz und 50 Gramm Zucker mit dem Schneebesen verquirlen. Amaretti und Kakao zugeben, gut unterrühren und 5 Minuten ruhen lassen. Restliche Amaretti im Blitzhacker grob mixen und bis zum Servieren in einem trockenen, verschließbaren Gefäß aufbewahren. Drittens Bonnetmasse durchrühren und in die Förmchen füllen. Die Förmchen in eine Auflaufform setzen. So viel kochendes Wasser in die Auflaufform gießen, dass die Förmchen bis zu einem Drittel im Wasser stehen. Im vorgeheizten Backofen auf der zweiten Schiene von unten bei 170 Grad, Klammer auf, Gas 2, Umluft 160, Klammer zu, eine Stunde garen. Förmchen aus dem Wasserbad nehmen und auskühlen lassen. Viertens Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Apfelsaft mit Weißwein, Vanillemark, Zimt, restlichem Zucker und eine Prise Salz aufkochen, vom Herd nehmen und beiseite stellen. Birnen waschen, schälen, achteln und das Kerngehäuse entfernen. Fond bei mittlerer Hitze unter vorsichtigem Rühren aufkochen, mit in etwas kaltem Wasser angerührter Stärke Leitz binden. Birnen zugeben, kurz mit kochen lassen. Fünftens die Bonnets auf Teller stürzen, mit den zerbröselten Amaretti bestreuen und mit lauwarmem Birnenkompott servieren.
gebratener Steinbutt und junger Grünkohl mittelschwer, raffiniert für 2 Portionen, 30 Gramm frischer Ingwer, 1 kleine getrocknete Chilischote, 2 Exaliter Sherry Fino, 3 Exaliter salzarme Sojasauce, 1 TI Sesamöl, 250 Gramm junge Grünkohlblätter, Klammer aufgeputzt, Klammer zu, 1 TI gelbe Senfkörner, ATI Fleur de Sel, 4 Stiele Thymian, 1 Exaliter Olivenöl, 2 Steinbuttfilets, Klammer auf, 100 bis 120 Gramm, Klammer zu, 2 Steinbuttbäckchen, Klammer auf, beides beim Fischhändler vorbestellen, Klammer zu, Salz, 30 Gramm Butter, 2 bis 3 Exaliter neutrales Öl. Erstens, für die Würzsoße beim Grünkohl Ingwer fein reiben, Chili fein zerbröseln, mit Ingwer, Sherry, Sojasauce und Sesamöl in einer Schale verrühren, Grünkohl waschen, trocken schleudern. Senfkörner in einer Pfanne ohne Öl rösten, bis sie zu hüpfen beginnen, abkühlen lassen, im Mörser fein zermahlen und mit Fleur de Sel zerreiben. Zweitens, für den Steinbutt Thymianstiele grob hacken, Olivenöl in eine Fatins mit Ziegenkäse einfach, vegetarisch für 4 Portionen, 30 Gramm Pinienkerne, 2 kleine säuerliche Äpfel, 1 Exaliter Butter, 3 bis 4 Exaliter kräftiger Honig, Klammer auf, zum Beispiel Heidehonig, Klammer zu, Fleur de Sel, schwarzer Pfeffer, 4 große Scheiben Sauerteigbrot, 300 Gramm Ziegenrolle, 1 Stiel Fenchelkraut. Erstens, Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, beiseite stellen. Äpfel waschen, Kerngehäuse mit einem Apfelausstecher ausstechen und in 5 mm dünne Scheiben schneiden. Zweitens, Butter in einer großen Pfanne erhitzen, Apfelscheiben darin von beiden Seiten kurz anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. 1 Exaliter Honig zugeben, Pfanne vom Herd nehmen und die Äpfel im Honig wenden, mit Fleur de Sel und Pfeffer würzen. Ingwer-Germknödel mit Zitronengras-Vanillesoße einfach, raffiniert für 8 Portionen Germknödel, 250 ml Schlagsahne, 190 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, Salz, 60 ml Milch, 6 Eigelb, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, 10 Gramm Hefe, Ananaskompott, 1 Exaliter Zucker, 150 ml Apfelsaft, 100 Gramm frischer Ingwer, 100 ml Weißwein, 50 Gramm Butter, 1 Exaliter Zucker, Salz, 1 Ei, Klammer auf, KI, M, Klammer zu, Salz, 500 Gramm reife Ananas, Zitronengras, Vanillesoße, 1 bis 2 Exaliter Speisestärke, 3 Stangen Zitronengras, Sesambutter, 1 Vanilleschote, 20 Gramm geschälter Sesam, 250 ml Milch, 40 Gramm Butter, Salz. Erstens, für die Knödel Mehl in eine Schüssel, 7 und eine Mulde die Mitte drücken, Milch leicht erwärmen. Hefe zerbröseln, mit Zucker in der Milch auflösen und in die Mulde geben, etwas Mehl vom Rand auf die Hefemilchmischung geben, den Vorteig abgedeckt an einem warmen Ort 20 Minuten gehen lassen. Zweitens, Ingwer sehr fein reiben, Butter zerlassen und Ingwer darin bei schwacher Hitze ca. 3 Minuten unterrühren dünsten, kurz abkühlen lassen und im Blitzhacker sehr fein mixen, Ingwer, Butter, Ei und eine Prise Salz zum Vorteig geben. Mit den Knethacke des Handrührers zu einem glatten, elastischen Teig kneten, abgedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Drittens, inzwischen für die Soße vom Zitronengras holzige Enden äußere Blätter entfernen, Stangen längs halbieren und in feine Streifen schneiden, Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen. Milch und Sahne mit Zitronengras, Vanillemark, Zucker und eine Prise Salz aufkochen, vom Herd nehmen und 20 Minuten ziehen lassen, durch ein feines Sieb gießen und erhitzen, Eigelbe in einer Schüssel verquirlen und ca. / 3 der heißen Milchmischung langsam unterrühren zugießen, die Eigelb-Milchmischung zur heißen Milchmischung gießen, Soße bei mittlerer Hitze cremig dicklich rühren, Klammer auf, Masse darf nicht kochen, Klammer zu. Durch ein feines Sieb in eine Schüssel gießen und beiseite stellen. Blondies mit Wasabi-Topping einfach gut vorzubereiten, raffiniert für 20 Stücke, 150 Gramm weiße Kuvertüre Salz, 60 Gramm geröstete gesalzene 2 Eier, Klammer auf, KI.
L Klammer zu, Masada Meernüsse 2 Exaliter Naturjoghurt, Klammer auf 3,5% Fett, Klammer zu, 200 Gramm Mehl, 1 Biolimette, 2 TI Weinsteinbackpulver, 150 Gramm Doppelrahm, 1 TI Natron Frischkäse, 250 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 50 Gramm Puderzucker, 150 Gramm Biomus Covado Zucker, 3 bis 4 TI Wasabi Paste, Klammer auf Ersatz Rohrzucker, Klammer zu, außerdem, eckige Springform 1 Pk, Bourbon Vanillezucker, Klammer auf 24 mal 24 cm, Klammer zu, erstens Kuvertüre pro Packen, 50 Gramm Kuvertüre in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen, Masada Meernüsse halbieren, Mehl, Backpulver und Natron in einer Schüssel mischen. Zweitens 150 Gramm Butter, Muscovado Vanillezucker und eine Prise Salz mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf oder den Quirlen des Handrührers, Klammer zu, in 6 bis 8 Minuten schaumig schlagen, Eier nach und nach zugeben, die Mehlmischung bei mittlerer Stufe unterrühren, flüssige Kuvertüre und Joghurt unterrühren, Masada Meernüsse und die restliche gehackte Kuvertüre mit einem Spatel unterheben. Drittens Teig in eine mit Backpapier auslegte Backform gießen und im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad, Klammer auf, Gas 2, Umluft 160 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 20 Minuten backen. Temperatur auf 160 Grad, Klammer auf, Gas 1 bis 2, Umluft 140 Grad, Klammer zu, reduzieren und die Blondies weitere 15 Minuten backen. Form aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Viertens Limette heiß abwaschen, trocken reiben und die Schale fein abreiben. Limette halbieren und 1 Exaliter Saft auspressen. Restliche Butter, Frischkäse, Puderzucker, Limettensaft, Wasabi-Paste und eine Prise Salz mit dem Schneebesen der Küchenmaschine, Klammer auf oder den Quirlen des Handrührers, Klammer zu, auf der mittleren Stufe in 2 Minuten cremig rühren. Fünftens Blondies in 5 cm große Quadrate schneiden, mit dem Wasabi-Topping bestreichen und mit Limettenschale garnieren. Zubereitungszeit 2 Stunden pro Portion 17 Gramm E 26 Gramm F 89 Gramm KH gleich 695 Kilokalorien, Klammer auf 2914 Kilojoule, Klammer zu. Quarkkehlchen mit Apfelmeerrettich-Eis mittelschwer. Raffiniert für 4 Portionen, Klammer auf 12 bis 14 Quarkkehlchen, Klammer zu, Apfelmeerrettich-Eis, 100 ml Weißwein, 250 Gramm Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Brabern, Klammer zu, 1 kleine Zimtstange, 75 Gramm Zucker, 1 Exaliter Zuckersalz, 250 ml Milch, 500 Gramm Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Brabern, Klammer zu, 100 ml Schlagsahne, 1 bis 2 Exaliter Speisestärke, 1 Exaliter Glukosesirup, Klammer auf zum Beispiel über Quarkkehlchen www.hobbybäcker.de, Klammer zu, Salz 250 Gramm, mehlig kochende 3 Eigelb, Klammer auf KIM, Klammer zu, Kartoffeln, Salz 1 bis 2 Exaliter Meerrettich, Klammer auf Glas, 150 Gramm Speisequark, Klammer auf 40% Fett, Klammer zu, zum Beispiel Spreewaldrabe, frisch 2 Eier, Klammer auf KIM, Klammer zu, gerieben, Klammer zu, 25 Gramm Zucker, Apfelkompott, 75 Gramm Mehl, 50 Gramm Mandelkerne, Klammer auf mit Haut, Klammer zu, 75 Gramm Rosinen, eine Vanilleschote, 2 bis 4 Exaliter neutrales Öl, 150 ml Apfelsaft, außerdem, Eismaschine, erstens, für das Eis, Apfelschälen, Vierteln, Entkernen und in 2 cm, große Stücke schneiden. Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze goldgelb karamellisieren. Äpfel zugeben und unter gelegentlichem Rühren 15 bis 20 Minuten zugedeckt zerkochen lassen. Zweitens Milch mit Sahne, Glukosesirup und eine Prise Salz aufkochen. Eigelbe in einer Schüssel verquirlen und ca. / 3 der heißen Milchmischung langsam unterrühren zugießen. Die Eigelbmischung zur heißen Milchmischung in den Topf geben und bei mittlerer Hitze cremig dicklich rühren, Klammer auf, Masse darf nicht kochen, Klammer zu. Die Masse durch ein feines Sieb in eine Schüssel gießen.
zerkochte Äpfel und Meerrettich zugeben, mit dem Schneidstab fein mixen und abgedeckt kalt stellen. Kalte Eismasse in der Eismaschine circa eine Stunde gefrieren lassen. Dann in einem geschlossenen Gefäß bis zum Servieren in den Tiefkühler stellen. Drittens, für das Apfelkompott Mandeln im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad, Klammer auf Gas 2, Umluft 160 Grad, Klammer zu, 7 Minuten rösten, abkühlen lassen und grob hacken. Vanilleschote längs einritzen und das Mark herauskratzen. Apfelsaft mit Weißwein, Vanillemark, Zimt, Zucker und eine Prise Salz aufkochen und beiseite stellen. Äpfel schälen, achteln und Kerngehäuse entfernen. Äpfel in 1 cm große Würfel schneiden und in den Fond geben. Bei mittlerer Hitze unterrühren, aufkochen und mit in etwas Wasser angerührter Stärke binden. Mandeln unterrühren. Beiseite stellen. Viertens, für die Quarkkehlchen Kartoffeln ungeschält in kochendem Salzwasser weichgaren, abgießen, warm pellen und durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Quarkeier, Zucker, Mehl und Rosinen unterrühren. Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Jeweils 2 Ei Quarkmasse. Mittelschwer gut vorzubereiten, für 9 große Schnecken Hefeteig 500 Gramm Weizenmehl, Klammer auf Type 550, Klammer zu, 60 Gramm milder Honig, Klammer auf zum Beispiel Akazienhonig, Klammer zu, 30 Gramm frische Hefe, Klammer auf zerkrümelt, Klammer zu, 2 Eier, Klammer auf KI. M Klammer zu, 80 Gramm Butter, Klammer auf in Flöckchen, Klammer zu, 10 Gramm Salz, 240 Gramm Milchfüllung, 200 Gramm Butter, Klammer auf weich, Klammer zu, 200 Gramm milder Honig, Klammer auf zum Beispiel Akazienhonig, Klammer zu, 35 Gramm Speisestärke, 10 bis 15 Gramm Zimtpulver, außerdem Backform, Klammer auf, circa 24 mal 24 cm, Klammer zu. Erstens, für den Hefeteig am Vorabend alle Zutaten mit den Knethaken des Handrührers, Klammer auf, oder in der Küchenmaschine, Klammer zu, erst 2 Minuten bei niedriger Stufe kneten, dann auf hoher Stufe 7 bis 10 Minuten zu einem glatten Teig kneten, der sich vom Rand der Rührschüssel löst. 2. Teig mit leicht gemehlten Händen zu einer Kugel formen und in die Schüssel zurückgeben. Mit Klarsichtfolie abdecken, über Nacht mindestens 12 Stunden kalt stellen. Am nächsten Tag den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche stürzen, mit Klarsichtfolie abdecken und auf der Fläche 2 Stunden gehen lassen. Drittens, für die Füllung in eine Rührschüssel Butter 150 Gramm Honigstärke und Zimt mit den Quirlen des Handrührers verrühren. Viertens, Backform fetten. Den Hefeteig auf wenig Mehl zu einem Rechteck, Klammer auf ca. 30 mal 40 cm, Klammer zu, ausrollen. Die Füllung gleichmäßig darauf verstreichen. Teig von der Längsseite her aufrollen, Rolle in 9 Scheiben schneiden und nebeneinander in die Form setzen. Abgedeckt 30 Minuten gehen lassen. Fünftens, im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, auf. 5 bis 10 Minuten rösten, inzwischen den Käse in Scheiben schneiden. Viertens, Brote aus dem Backofen nehmen, mit Apfelscheiben und Käse belegen und auf mittlerer Schiene ca. 12 Minuten backen, bis der Käse leicht schmilzt. Pinienkerne über die Brote streuen, restlichen Honig darüber träufeln und mit abgezupftem Fenchelkraut bestreuen. Zubereitungszeit 30 Minuten, pro Portion 21 Gramm E, 23 Gramm F, 44 Gramm KH gleich 491 Kilokalorien, Klammer auf 2090 Kilojoule, Klammer zu. Eis, eine Vanilleschote, 5 bis 7 grüne Kardamomkapseln, 500 Milliliter Schlagsahne, 4 Eigelb, Klammer auf KI, M Klammer zu, 200 Gramm kräftiger Honig, Klammer auf zum Beispiel Valdoni-Nüsse, 125 Gramm gemischte Nüsse und Kerne, Klammer auf Zetasel und Walnusskerne, Pekannüsse, 100 Gramm kräftiger Honig, Klammer auf zum Beispiel Valdoni, 1/4 Teelöffel, außerdem Eismaschine. Erstens, für das Eis die Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen, Kardamomkapseln aufbrechen, Samen herauslösen, Sahne mit Kardamomsaft, Vanillemark und Schote erhitzen, Ege und Honig mit den Quirlen des Handrührers schaumig schlagen, heiße Sand zugießen,
zurück in den Topf geben und bei milder Hitze unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Masse, Andecke, Klammer auf, darf nicht kochen, Klammer zu. Durch ein feines Küchensieb in eine Schüssel gießen, Ruhe auskühlen lassen. Zweitens, inzwischen Nüsse und Kerne grob hacken. In eine Pfanne ohne Fett röst, bis sie duften und leicht gebräunt sind, vom Herd nehmen, Honig zugeben, Uni unterrühren, karamellisieren lassen, abkühlen lassen und Flördesel da überstreuen. Drittens, Eismasse in der Eismaschine gefrier vor dem Servieren mit Nüssen garnier. Für 4 bis 6 Portionen eine Rolle Blätterteig, Klammer auf 275 Gramm, Kühlregal, Klammer zu, 850 Gramm mittelgroße Zwiebeln, 40 Gramm Butter, 1 Exaliter Olivenöl, 100 Gramm kräftiger Honig, Klammer auf zum Beispiel Pinienhonig, Klammer zu, 3 Exaliter Weißweinessig, 2 Exaliter Acetobalsamico, Flördesel, schwarzer Pfeffer außerdem. Ofenfeste Pfanne, Klammer auf ca. 25 cm 0 Klammer zu, erstens Blätterteig aus dem Kühlschrank nehmen, nach 5 Minuten ausrollen und rund zuschneiden, so dass der Teig etwas größer als der Durchmesser einer ofenfesten Pfanne, Klammer auf ca. 25 cm 0 Klammer zu, ist, mehrmals mit einer Gabel einstechen, kühlstellen. 1. Schalotten schälen, Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Schalotten bei milder bis mittlerer Hitze, 2010 bis 15 Minuten anbraten, bis sie leicht gebräunt sind, mit Essig ablöschen, 100 ml Wasser, Rosmarinzweige, Honig, etwas Chiliflocken und Flördesel zugeben. Zweitens, etwa 10 Minuten weiter garen, bis die Schalotten weich, aber nicht verkocht sind, im Sud abkühlen lassen. Zubereitungszeit 40 Minuten pro Portion, Klammer auf bei 8 Portionen, Klammer zu, 1 Gramm E, 4 Gramm F, 19 Gramm Ka gleich 126 Kilokalorien, Klammer auf 532 Kilojoule, Klammer zu, Tipp: mit etwas Sud bedeckt halten sich die Schalotten im Kühlschrank mehrere Tage, sie schmecken köstlich zu deftigen Wurstwaren und kräftigem Käse. 3 Scheiben Kalbsleber, Klammer auf ca. 130 Gramm, Klammer zu, 6 Scheiben Südtiroler Speck, Klammer auf 75 Gramm, Klammer zu, 12 Salbeiblätter, 500 Gramm Butternusskürbis, 60 Gramm Schalotten, 4 Exaliter Olivenöl, Salz. Erstens Kalbsleberscheiben, quer halbieren und trockentupfen. Je eine Scheibe Speck um ein Stück Kalbsleber wickeln und mit einem Zahnstocher feststecken, dabei auf jeder Seite ein Salbeiblatt befestigen, Fleisch abgedeckt beiseite stellen. Zweitens Kürbis schälen und erst in 1 cm dicke Scheiben, dann in Würfel schneiden, Schalotten halbieren und quer in feine Halbringe schneiden. Drittens 2 Exaliter Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Kürbis und Schalotten darin bei mittlerer bis starker Hitze 8 bis 10 Minuten, bis fest braten, dabei häufig wenden, mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen, aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller warm stellen, Pfanne auswischen, viertens restliches Öl in derselben Pfanne erhitzen, Fleisch darin bei starker Hitze auf jeder Seite 2 Minuten hellbraun braten, aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller warm stellen. Für den Lachs Harissa-Paste und Öl verrühren, Lachs dann, rundum bestreichen, in einer ofenfesten Form beiseites Teller. Zweitens für den Salat Fenchel putzen, vierteln, und den Strunk, Entenen, Fenchel in sehr feine Scheiben hobeln, Zwiebeln in feine Scheiben hobeln mit dem Fenchel und ein halb Teesalz in einer Sk, Unterstrichsle, 3. Joghurt und Schafkäse in einem Rührbecher mit dem Schneidstab püriere mit den Fenchelzwiebeln, mische nun's mit Piment, Espelette würzen. Mango Cassata trifft einfach raffiniert, Klammer zu, für 8 Portionen ein Rezept Biskuit, Klammer auf, siehe Seite 140, Klammer zu, ein Rezept Füllung, Klammer auf, siehe Seite 140, jedoch nur 3 Blatt weiße Gelatine verwenden. Klammer zu, eine reife Mango, Klammer auf ca. 350 Gramm, Klammer zu, außerdem runde Ausstecher, Klammer auf ca. 7 cm 0, Klammer zu, 8 Gläser, Klammer auf 7 cm 0, 8 cm hoch, Klammer zu, erstens Biskuit und Füllung, Klammer auf mit 3 Blatt Gelatine, Klammer zu, wie im Biskuitrollenrezept, Klammer auf, siehe Seite 140, Klammer zu, herstellen. K.
Creme mit Schokolade und Amarena-Kirschen mischen und 2 Stunden kalt stellen. Zweitens aus der gebackenen Biskuitplatte dicht an dicht Taler ausstechen, Klammer auf, siehe Tipp, Klammer zu. Die Biskuitreste zerbröseln, auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad, Klammer auf, Gas 2, 3, Umluft 170 Grad, Klammer zu, 7 bis 8 Minuten rösten, dann abkühlen lassen. Drittens Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein schneiden und A in Würfel schneiden, den Rest in dünne Spalten schneiden. Viertens Biskuit-Taler Creme und Mangowürfel, abwechselnd in 8 Gläserschichten mit einer Cremeschicht enden. Gläser mindestens 1 Stunde kalt stellen. Dann mit einigen gerösteten Biskuit bröseln und den Mangospalten garnieren und servieren. Zubereitungszeit 1 Stunde, plus Kühlzeiten 3 Stunden pro Portion 13 Gramm E, 30 Gramm F, 66 Gramm KH gleich 604 Kilokalorien, Klammer auf 2566 Kilojoule, Klammer zu. Tipp: Wenn Sie keinen entsprechenden runden Ausstecher besitzen, nehmen Sie einfach den Glasrand dafür. Dadurch können Sie die Glas- und damit die Portionsgröße nach Wunsch variieren. Das Glas muss lediglich etwas fester in den Biskuit gedrückt und am besten dabei gedreht werden. Biskuit 50 Gramm Walnusskerne, 30 Gramm Amarettekekse, 80 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke, 2 TI Weinstein Backpulver, 4 Eier, Klammer auf KI. M Klammer zu, 130 Gramm Zucker ATI Zimt Salzfüllung und Umhüllung, 1 Vanilleschote, 70 Gramm Zucker, 2 Exaliter Maraschino Likör, 5 Blatt weiße Gelatine, 100 Gramm Zartbitterschokolade, Klammer auf 70% Kakao, Klammer zu, 100 Gramm Amarena Kirschen, Klammer auf abgetropft, Klammer zu, 500 Gramm Ricotta, Klammer auf, am besten von Galpani, Klammer zu, 250 Milliliter Konditorsahne, Klammer auf 35% Fett, Klammer zu. 1. Für den Teig die Walnusskerne und Amaretti-Kekse im Blitzhacker feinmahlen. Mehlstärke und Backpulver mischen. Eier 120 Gramm Zucker, Zimt und eine Prise Salz, am besten mit der Küchenmaschine, Klammer auf, oder mit den Quirlen des Handrührers, Klammer zu. Mindestens 8 Minuten cremig weiß aufschlagen. Mehlmischung in 3 bis 4 Portionen auf die Eimaße 7 und in mehreren Portionen locker mit dem Schneebesen unterheben, nicht rühren. Zum Schluss die Walnuss-Amaretti-Mischung unterheben. Zweitens 4 Teigkleckse auf ein Backblech, Klammer auf, 40 x 30 cm Klammer zu, setzen, damit das Papier nicht verrutscht. Das Blech mit Backpapier belegen. Biskuitmasse am besten mit einer Winkelpalette gleichmäßig auf das Papier streichen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad, Klammer auf, Gas 3, Umluft 180 Grad, Klammer zu, auf der zweiten Schiene von unten 9 bis 10 Minuten backen. Drittens ein sauberes Küchentuch mit dem restlichen Zucker bestreuen. Gebackenen Biskuit auf das Tuch stürzen. Backpapier mit kaltem Wasser bestreichen und abziehen. Die Biskuitplatte sofort zusammen mit dem Küchentuch aufrollen und vollständig abkühlen lassen. Viertens inzwischen für die Füllung die Vanilleschote längs halbieren, das Mark herauskratzen, Mark und Schote mit Zucker und 4 Exaliter Wasser aufkochen, offen bei mittlerer Hitze 5 Minuten kochen lassen, Vanilleschote entfernen, Maraschino unterrühren und 20 Minuten im Topf abkühlen lassen, Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen, Schokolade fein hacken, Amarena Kirschen gut trocken tupfen und ebenfalls fein hacken. Fünftens Ricotta mit dem Schneebesen der Küchenmaschine oder den Quirlen des Handrührers 5 Minuten cremig rühren, dabei nach und nach den lauwarmen Sirup, Klammer auf, bis auf 2 Ei, Klammer zu, zugießen, Tee, alles gut verrühren. Die 2 Exaliter Sirup in dem Topf wieder erwärmen, ausgedrückte Gelatine da auflösen, etwas Creme hineinrühren, diese Mischung unterrühren zum Ricotta geben und gut verrühren. Creme 30 Minuten kalt stellen. Sechstens, sobald die Creme fest zu werden beginnt, C-Sahne steif schlagen. Y3 der Sahne mit dem Schneebesen unter die Creme rühren, den Rest vorsichtig mit dem Spatel unterheben. Den abgekühlten eingerollten Biskuit wieder entrollen, mit 2/3 der Creme bestreichen, dabei am oberen Ende einen 3 cm breiten Rand freilassen.
Creme gleichmäßig mit der Schokolade und den Amarena-Kirschen bestreuen. Biskuit mit Hilfe des Küchentuchs mit der Füllung so aufrollen, dass die Naht am Ende unten liegt. 7. Rolle auf eine lange Platte setzen. Rolle mit der restlichen Creme einstreichen und mit einer Palette verzieren. Die Rolle mindestens 2 Stunden kalt stellen. 8. Für die Garnierung die Schokolade in lange, dünne Streifen schneiden, die Walnüsse und Amarette-Kekse grob hacken. Über die Rolle streuen und eventuell mit Amarena-Kirschsirup beträufeln. Rolle in Scheiben servieren. Mosselin peelt mittelschwer für 4 Portionen Muscheln 1 bis 2 TI gemahlene 4 kg frische Miesmuscheln weißer, Pfefferklammer auf peelt mit MSC-Siegel aus Devrient verwendet Zeeland oder aus dem Montokpfeffer aus deutschen Wattenmeer Sumatra, ersatzweise Klammer auf zum Beispiel www.deutschesee.de, Pfefferklammer zu, am besten am selben Tag Pilzsaus verarbeiten Klammer zu, 2 Schalotten 250 Gramm Staudensellerie 3 Knoblauchzehen 2 große Zwiebeln 10 Gramm Butter 4 Hexaliter Knoblauchbutter, Klammer auf am 200 ml Weißwein besten selbst gemacht, 400 ml Fischfond etwas weiche Butter mit 400 ml Schlagsahne feingewürfeltem Knoblauchsalzlauch und Salz mischen Pfeffer und im Kühlschrank fest 1 Hexaliter Cognac werden lassen Klammer zu 1 und Kerbel erstens Muscheln direkt vor der Zubereitung unter fließendem kaltem Wasser reinigen Klammer auf sie dürfen nicht von Frischwasser bedeckt sein sonst sterben sie Klammer zu eventuelle Bärte entfernen die Schalen mit den Fingern reinigen. Kleine Schnecken, die eventuell auf die Schale gesetzt haben, mit einer Bürste abbürsten. Geöffnete oder beschädigte Muscheln aussortieren. Sind die Muscheln nur einen Spalt geöffnet, mit einem Löffel gegen die Schalen klopfen. Schließen sie sich wieder, lebt die Muschel und darf gegessen werden. Sonst ebenso aussortieren. 2. Sellerie putzen, entfädeln in grobe Würfel, Zwiebeln in feine Scheiben schneiden. Muscheln und Gemüse in einen Kochtopf geben Klammer auf mindestens 10 Liter noch besser, auf 2 Töpfe verteilen Klammer zu, einen kräftigen Schuss Wasser, Knoblauchbutter und Pfeffer zugeben. 3. Alles bei großer Hitze zum Kochen bringen, zugedeckt im Sud des Meerwassers, das die Muscheln beim Öffnen freigeben, kräftig kochen. Den Topf nach ca. 3 Minuten ein paar Mal ruckartig schütteln, damit sich die Muscheln gut vermischen und alle das Aroma des Suds aufnehmen können. Sobald sich die letzte Muschel geöffnet hat, Klammer auf nach noch einmal ca. 3 Minuten Klammer zu, 1 Minute kochen. 4. Währenddessen für die Pilzsaus Schalotten und Knoblauch feinwürfeln und in Butter andünsten. Mit Weißwein ablöschen. Ein paar Minuten bei milder Hitze kochen lassen, dann Fischfond und Sahne zugeben und weiter leise kochen lassen, bis sich die Flüssigkeit um 1/3 reduziert hat. Mit Salz, Pfeffer und Cognac abschmecken. Vom Herd nehmen, Kerbel hacken und unter die Soße mischen. 5. Muscheln und Sud gleichmäßig auf 4 Schüsseln verteilen, die warme Soße darüber geben, mit einem Kerbelblatt garnieren und servieren. Dazu passen Weißbrot oder natürlich Pommes. Spanisches Chorizo-Hähnchen einfach, LOCARB für 2 Portionen, 2 Maispouladenbrüste, 2 Ei neutrales Öl, Klammer auf Hähe ca. 200 Gramm, Klammer zu, Salz 8 Scheiben, Chorizo, Klammer auf Porto, Pfeffergießische oder Spanische 1 TI Kreuzkümmelsaat, Paprikawurst, 35 Gramm, Klammer zu, 2 TI edelsüßes, geräuchertes 300 Gramm rote Spitzpaprika, Paprikapulver Schoten 75 ml, trockener Sherry 4 Tomaten, Klammer auf 300 Gramm, Klammer zu, 150 Gramm große weiße Bohnen, 100 Gramm weiße Zwiebeln, Klammer auf Dose, abgetropft, Klammer zu, eine Knoblauchzehe 8 bis 10 Stiele Koriandergrün erstens Pouladenbrüste der Länge nach mittig waagerecht einschneiden, aufklappen, und je 4 Scheiben, Chorizo überlappend hineinlegen, Fleisch zusammenklappen. 2. Paprikaschoten waschen, putzen, entkernen und in 5 mm dicke Ringe schneiden, von den Tomaten die Stielansätze keilförmig entfernen, Tomaten waschen und achteln. Zwiebeln in feine Streifen schneiden, Knoblauch fein hacken, 3, Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen, Fleisch rundum mit Salz und Pfeffer würzen und auf beiden Seiten bei mittlerer bis starker Hitze jeweils 3 Minuten anbraten,
Fleisch aus der Pfanne nehmen, auf ein Blech geben und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad, Klammer auf Gas 2, Umluft nicht empfehlenswert, Klammer zu, auf dem Rost auf der mittleren Schiene 20 Minuten braten. Viertens Zwiebeln und Kreuzkümmel in derselben Pfanne im Bratfett bei mittlerer Hitze 3 Minuten braten. Knoblauch und Paprika zugeben und 2 Minuten mitbraten. Paprikapulver darüber stäuben. Tomaten und Sherry unterrühren, zugedeckt aufkochen und 5 Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Offen 8 bis 10 Minuten weiter kochen lassen. Fünftens Bohnen unterheben und kurz erhitzen. Korianderblättchen von den Stielen abzupfen, darüber streuen und mit den Pauladenbrüsten anrichten. Tortilla Avocado Dip 200 Gramm breite grüne Bohnen 2 Schalotten Salz 1 rote Chilischote 1 Dose Kidneybohnen Klammer auf 200 Gramm Klammer zu 12 Stiele Koriandergrün 2 Stangen Lauch Klammer auf 400 Gramm Klammer zu 1 Tomate 1 Knoblauchzehe 1 kleine reife Avocado 3 Hexaliter neutrales Öl Klammer auf 180 Gramm Klammer zu 1 gehäufter TI Koriandersaat 1 TI fein ab geriebene 1 gehäufter TI getrocknetes Bio-Limettenschale Bohnenkraut 2 Hexaliter Limettensaft 4 Eier Klammer auf KI M Klammer zu Salz 50 Milliliter fettarme Milch außerdem beschichtete 25 Gramm Manch Ego Klammer auf frisch ofenfeste Pfanne Klammer auf 30 cm 0 Klammer zu gerieben Klammer zu erstens für die Tortilla grüne Bohnen putzen und in kochendem Salzwasser 8 Minuten bis fest kochen. Kidneybohnen in einer Sieb abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Grüne Bohnen abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Zweitens Lauch putzen, das weiße und hellgrüne, längs halbieren, waschen und schräg in 2 cm dicke Stücke schneiden. Knoblauch fein hacken. Erstens Kalbsleberscheiben quer halbieren und trocken tupfen. Je eine Scheibe Speck um ein Stück Kalbsleber wickeln und mit einem Zahnstocher feststecken, dabei auf jeder Seite ein Salbeiblatt befestigen. Fleisch abgedeckt beiseite stellen. Zweitens Kürbis schälen und erst in 1 cm dicke Scheiben, dann in Würfel schneiden. Schalotten halbieren und quer in feine Halbringe schneiden. Drittens 2 Hexaliter Öl in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Kürbis und Schalotten darin bei mittlerer bis starker Hitze 8 bis 10 Minuten, bis fest braten, dabei häufig wenden, mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen, aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller warm stellen, Pfanne auswischen, viertens restliches Öl in derselben Pfanne erhitzen, Fleisch darin bei starker Hitze auf jeder Seite 2 Minuten hellbraun braten, aus der Pfanne nehmen und auf einem Teller warm stellen, 3. Öl in einer beschichteten ofenfesten Pfanne erhitzen, Lauz und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze 6 Minuten offen dünsten, dabei gelegentlich umrühren, Koriandersaat und 1 TI Salz im Mörser fein zerstoßen, Pfanne vom Herd, nehme Lauch mit Koriandersalz und Bohnenkraut würzen, grüne Bohnen schräg in 3 cm lange Stücke schneiden und mit den Kidneybohnen unter den Lauch heben. Viertens Eier, Milch und Käse verrühren, über den Lauch gießen UN, vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf Gas 2 bis 3, Umluft 160, auf der zweiten Schiene von unten 20 bis 25 Minuten stocken lassen. Fünftens für den Avocado-Dip, Schalotten fein würfeln, in einem Sieb Klammer auf mit kochend heißem Wasser überbrühen, abschrecken und abtropfen lassen. Chili längs halbieren, entkernen und fein hacken. Koriandergrün mit den zarten Stielen nicht zu fein hacken. Tomate waschen, die Stielansätze keilförmig herausschneiden, halbieren, entkernen und in kleine Würfel schneiden.